Ja, hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Frankie. Mal ein ganz kurzes Video noch, bevor ich in Urlaub fahre. Mai 2018, wie gesagt, geht's nach Averroë. Ja, ich habe mir da, glaube ich, selber ein bisschen Stress gemacht, aber ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil ich habe nicht gerade das größte Auto, vom Platz her, sage ich mal. Und die Aufgabe war ganz einfach: krieg einfach viel in ein Auto rein, was nicht viel Kofferraum hat. Ich mache jetzt noch mal ein kleines Video, um dem einen oder anderen auch zu zeigen, dass man nicht unbedingt Angst haben braucht, wenn man mal ein nicht ganz so großes Auto hat. Man muss halt nur vernünftig packen können. Viel Spaß. Kommen wir hier nun zu meinem Auto, ein Vierer Coupé, und ich werde euch gleich zeigen, was ich da alles reinkriegen muss. Erst gucken wir uns natürlich mal den Kofferraum an. Wie ihr selber seht, kofferraumtechnisch ist das nicht gerade ein Riese. Aber es geht noch weiter. So sieht die ganze Sache schon ein wenig anders aus. Ich muss dazu aber sagen, wir fahren nur mit zwei Personen. Dann werde ich euch jetzt gleich zeigen, was hier alles rein muss. Fangen wir unten an. Angelboxen, Köder, Pilker, Zubehör und so weiter. Die Bauwanne, da werden dann Getränke drin transportiert. Was für welche auch immer. Im Hintergrund seht ihr dann Koffer, 90 Liter Kenga Kühlbox, zwei Floater, ein Koffer und natürlich jede Menge Angeln. Ich nehme meine Angeln halt immer geschützt in Rohren mit, dass auf dem Transport halt nichts passiert. Hier seht ihr auch nochmal meine Halbutterlanze, die ich natürlich auch mitnehmen werde. In die Kängurubox kommt auf dem Hinweg alles, was wir so an Lebensmitteln brauchen, und auf dem Rückweg wird da der tiefgefrorene Fisch gelagert. 90 Liter ist schon eine Hausnummer. Ja, und das Ganze muss in mein Vierer Coupé. War eine Aufgabe, aber es hat funktioniert. Was man noch so alles findet, wenn Not am Mann ist. Hier zeige ich euch mal, der hat noch so eine kleine Geheimluke, und da ist schon einiges drin. Da sind Gimbals drin, Schuhe sind da drin, Messer, Handschuhe, alles das, was sonst so im Auto eigentlich unheimlich Platz nehmen würde, habe ich einfach mir unten drin verstaut. Den Rest, den ihr jetzt seht, habe ich per Fotos gemacht, und da werdet ihr sehen, ich habe wirklich, wirklich alles reingekriegt. Weil eben mein Video so auf die Schnelle geschossen, einfach alles mit dem Handy aufgenommen, nicht mit der GoPro. Einfach, um euch mal zu zeigen, es passt wirklich. Man kriegt wirklich das, was man mit haben will, auch alles rein. Bis zum nächsten Mal, euer Frankie.